Was ist mit heute Abend? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Wieso? Weil ich tausend Dinge zu tun habe. Was hast du denn zu tun? Thank you.
Nico Fischer zum wiederholten Mal in einer allgemeinen Verkehrskontrolle positiv auf Alkohol getestet. Ist das soweit korrekt? Das ist korrekt, ja. Sind Sie nervös? Bisschen. Müssen Sie nicht sein. Obwohl, es geht ja immerhin um Ihren Führerschein, oder? MPU, wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt, wie? Idiotentest. Richtig, Idiotentest. Und wer, glauben Sie, ist damit gemeint? Idiot, Sie oder ich? Ja, ich. Weil? Weil ich mich wie ein Idiot verhalten habe und Sie jetzt prüfen müssen, ob ich noch weiter am Straßenverkehr teilnehmen darf. Richtig, sehr gut aufgepasst. So, das letzte Mal hat man Sie mit 0,7 Promille rausgewunken. Also ist ja wirklich ganz knapp an der Legalität vorbeigeschrammt, oder? Wenn man noch fahren muss, sollte man am besten gar nicht trinken. Ja, aber so ein kleines Gläschen muss da schon drin sein, oder? Ein ganz kleines? Nee, nicht wenn man noch fahren muss. 0,7 Promille, ich meine, ich habe meine Frau doch auch Intus, wenn sie sich jeden Abend ihre 3 Tafeln Rumschokolade reinzieht, hm? Oder glauben Sie, meine Frau stellt eine Gefahr für den Straßenverkehr dar? Ich sag mal so, also, wenn Ihre Frau nach 3 Tafeln Rumschokolade tatsächlich 0,7 Promille hat, dann ja, darf sie jedenfalls laut Gesetz nicht mehr fahren. Ne? Ist das was, womit Sie sich befassen? Gesetze, Regeln? Ich habe mal Jura studiert. Ach, Jurist? Nee, kein Fertiger. Weil? Weil ich abgebrochen habe. Weil? Weil ich gemerkt habe, dass es vielleicht nichts für mich ist. Mhm. Und was haben Ihre Eltern dazu gesagt? Die haben sich natürlich nicht gefreut. Aber sonst haben Sie so ein gutes Verhältnis zu Ihrem Elternhaus? Ja, sehr gut. Mhm. Leben Sie momentan in einer Beziehung? Fischer? Ja? Haben Sie momentan eine Beziehung? Ja, die Frage habe ich verstanden. Was? Die Frage habe ich verstanden. Aber Sie möchten da jetzt nicht drauf antworten. Dann schreibe ich auf Möchte auf die Frage nicht. Ich möchte wirklich nicht unhöflich wirken, aber gehören so ganz konkrete Fragen zum Privatleben, gehören die hier hin? Konkret? Ja? Herr Fischer, ich kann noch viel konkreter werden. Sind Sie schwul? Haben Sie Minderwertigkeitskomplexe, weil Sie so klein sind? Herr Fischer, sind Sie Alkoholiker, weil Sie so klitzeklein sind, ja? Ich bin kein Alkoholiker. Ich trinke auch mal monatelang nichts. Nichts ist nichts, ne? 0,7 Promille sind 0,7 Promille. Haben Sie heute schon was getrunken? Nein. Ach, kein Kaffee, kein Wasser? Doch, natürlich, klar. Wasser habe ich getrunken. Aha. Also wenn Sie von Trinken sprechen, dann meinen Sie also automatisch Alkohol, ne? Nein, ich habe die Frage falsch verstanden. Was gibt's denn daran falsch zu verstehen? Ich habe nicht damit gerechnet. Womit haben Sie nicht gerechnet? Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie mir eine Suggestivfrage stellen. Suggestivfrage? Also, Fischer, bitte. Ich bin Psychologe, kein Wortakrobatiker. Glauben Sie mir, ich würde auch gern lieber abends in der Kneipe sitzen und Halligalli machen. Ne? So läuft das aber nicht. Das mit dem Führerschein vergessen wir jetzt erstmal. Wieso? Weil ich es für richtig halte. Sie wirken auf mich emotional unausgeglichen und Ihre jetzige Lebenssituation spricht für einen Rückfall. Deshalb. Aber das können Sie doch so schnell gar nicht beurteilen. Kann ich nicht. So. Habe ich gerade getan. Schönen Tag noch, Herr Fischer. Was soll es denn sein?
Kaffee zum Mitnehmen, bitte. To go, ja? Mhm. Was denn für einer? Ganz normalen Kaffee. Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Mhm. Wir haben so ein Tagesangebot, das wäre der Maroccino. Da gibt es dann für 2 Euro extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke. Alles rausgemacht, alles bio. Mhm. Ich nehme trotzdem, glaube ich, nur den Kaffee. Gut, da hätten wir dann 2 Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Oh, also, mir schmecken beide. Gut, dann nehme ich den Columbia. Den Columbia, alles klar. Soll noch Milch rein? Mhm. Wir haben auch Sojamilch. Bitte nicht. Alles klar, 3,40 Euro bitte. Ohne Wochenangebot, nur der Kaffee. Ja, 3,40. 3,40 für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Columbia. Das hätte ich aber dazu sagen können. Ich habe 2, 20, 60, 70, 80. Das ist zu wenig. Können Sie vielleicht eine Ausnahme machen? Sorry, ich kann das echt nicht machen. Weil sonst habe ich ja nächste Woche 10 andere Penner im Laden, die auch alle einen Kaffee umsonst wollen. Penner? Ja, Penner. Hallo, Frau Mosebach, hier ist der Nico Fischer. Könnte ich meinen Vater sprechen? Könnten Sie ihm ausrichten, dass er mich anrufen soll? Ja? Sie sind gerade eingezogen, richtig? Richtig, vor ein paar Wochen. Wieso? Karl Speckenbach, ich wohne mit meiner Frau über Ihnen. Wollte mich nur mal kurz vorstellen. Herzlich willkommen. Wow, danke. Kleines Begrüßungsgeschenk, Fleischbällchen, hat meine Frau selbst gemacht. Das ist sehr lieb von Ihrer Frau, danke. Hat den ganzen Morgen in der Küche gestanden. Ich habe ehrlich gesagt auf dem Weg hier runter schon 2 aus der Schale stibitzt. Die sind echt gut. Probieren Sie mal. Die sind gut? Mhm. Viel Arbeit von unserem. Ehrlich gesagt, bin ich noch gar nicht richtig eingezogen. Ich habe vom Fenster aus beobachtet, wie Sie die ganzen Kisten hochgeschleppt haben. Normalerweise fackel ich nicht lang und pack mit an, aber meine Frau meint, ich soll ein bisschen auf meinen Rücken aufpassen. Bandscheibenvorfall ist es, ja.
klingt nicht gut. Was klingt nicht gut? Ja, das mit dem Rücken. Ach, das ist halb so wild. Tja, also, wie gesagt, ich bin gerade erst eingezogen. Ich kann Ihnen gar nichts anbieten. Gestern das Fußballspiel gesehen, Champions League. Sensationelles Spiel. Mögen Sie Fußball? Manchmal. Ja. Ich bin verrückt nach Fußball. Ich habe mir unten im Keller, da habe ich mir einen Hobbyraum eingerichtet. Mit Couch, Kickertisch, Flatscreen und allem Pipapo. Da sitze ich dann und schaue mir alle Spiele an. Und manchmal gucke ich auch Filmchen. Ist das Ihr Mädchen? Das ist ein älteres Foto. Das ist Ihre Süße, ha? Habe ich recht? Wo ist denn das aufgenommen? Paris. Paris. Ja, irgendwie beneide ich Sie. Jung, verliebt. Wahrscheinlich denken Sie auch schon über Kinder nach. Und Sie, haben Sie Kinder? Früher haben wir es ständig getrieben. Überall. Aber seit 5 Jahren läuft da gar nichts mehr. Krebs. Brustkrebs. Von heute auf morgen. Einfach so. Die haben mir den ganzen Balkon abgenommen. Ich hab's versucht. Wollte sie erklären, aber es geht nicht. Tut mir leid, das kann ich nicht. Stattdessen war ich im Keller. Sie ist oben in der Küche und kocht und kocht und kocht und kocht. Oh, was soll ich bloß machen? Was soll ich denn bloß machen? Haben Sie jemanden, mit dem Sie darüber sprechen können? Oh, wen denn? Ich weiß nicht, vielleicht einen alten Freund. Verdammte Frau, die machen mich fertig, die machen einen so fertig. Ja? Matze, hallo. Spazieren gehe und diesen Dreck riechen muss. Unglaublich. Da
Kopfschmerzen werden immer schlimmer. Ich habe auch schon eine Idee. Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi-Driver? Genau. There you go. Danke. You really don't want anything at all? Doch, einen Kaffee bitte. Sorry, coffee machine's broken. Something else? Mineralwasser. Perfect. Sicher? Ja, ich war damals nur ungefähr dreimal so dick. Du und die anderen, ihr habt mich immer Julika Schulika genannt. Julika? Ja, jetzt. Krass. Das ist echt 11, 12, ja. 13, ja. Wahnsinn, Mensch, du siehst wirklich ganz anders aus, das muss man sagen, ja? Ja, zum Glück. Ja, du, setz dich doch. Ah, nee, ich wollte überhaupt nicht stören. Nein, stör sie. Komm, setz dich. Kein Problem. Danke. Das Matze? Hallo. Wahnsinn. Komm. Wahnsinn. Erzähl, was machst du? Studierst du? Du? Erzähl du, wie geht's denn dir? Ich weiß gar nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Ich bin ja in der 9. Klasse auf so ein Internat gewechselt. Genau, ja, erinnere ich mich. Ja, das war ja so ein Internat für übergewichtige Kinder. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall war das sehr hilfreich. Ja, das klingt doch sehr, sehr gut, oder? Ja. Oh Mann, ich war so verliebt in dich. Trotz der ganzen Demütigungen. Ist ein schwieriges Alter, ne? Also total. 13, 14. Man weint nächtelang, man verletzt sich selbst. Einmal habe ich sogar versucht, mich umzubringen. Ja, das war ja auch der Grund, warum meine Eltern mich auf das Internat geschickt haben. Egal, Schwamm drüber. Ich muss jetzt auch leider los. Jetzt schon? Ja. Was macht ihr heute Abend? Also, wir haben eigentlich nichts Großartiges vor. Vielleicht noch ein, zwei Termine oder so, wieso? Da ist nämlich so eine Theaterkunst-Performance. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob euch das interessiert. Machst du Witze? Ich bin Schauspieler. Ehrlich gesagt, ich mach da auch mit. Egal, überlegt's euch. Ich hinterleg einfach zwei Karten auf deinen Namen. Okay, dann guck ich mal, wie wir uns da freischaufeln können, okay? Mhm. Monika. Quatsch, ey, wir kommen auf jeden Fall. Echt? Super. Nico Fischer. Krass. Wie geht's, Monika? Julika. Fängt das an? 9. Okay, dann hole ich dich um 8:30 ab. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Natürlich, sie hinterlebt uns doch extra zwei Karten. Hallo? Ja, wir sind gleich da. Ja, ich bring noch jemanden mit. Du Spinner. Bis gleich. Freund von mir. Arbeitet hier um die Ecke. Kannst du mich vorher zu Hause absetzen? Mensch, Matze, das ist ja toll. Heil Hitler! Ja, jetzt aber mal wirklich heil, da komm her, Alter. Na, wie geht's dir? Ja, super. Das ist mein Kumpel Nico.
Hallo, grüß dich, Nico. Hi, hallo. Brauch, schön, euch zu sehen. Leute, kommt rein. Tut mir leid, es ist total chaotisch hier. Könnt eigentlich mal jemand aufräumen. Soll ich die Tür zumachen? Ja, machen wir zu. Das Ding ist ja größer als meine Wohnung. Er ist zu groß, ne? Finde ich auch. Steht dir echt gut der Anzug. Denkt ihr das mal weg? Nur Silhouette und Stofflichkeit, finde ich, kann man machen, oder? Ja, überhaupt. Siehst aus wie mein Opa. Ah! Oh, Rommel! Wie das aus? Los, Hosen runter. Sonst schneide ich Ihnen Ihre hässliche Zunge herab. Alter! Da war ich ein richtiger Matze. Nein, richtig. Hier, setz dich doch. Komm. Guck mal, scheiß Autogrammkarten weg, so. Sag mal, sind da nicht vielleicht auch noch ein paar freie, unbesetzte Rollen drin? Ja, was Kleines vielleicht. Da kann ich gleich mal fragen, wenn du willst. Also nur, wenn es keinen Stress macht. Nee, überhaupt nicht. Ich spiel die Hauptrolle da. Du auch? Hm? Nee, danke. Warum denn nicht? Ist doch geil. Ich will wirklich nicht, danke. Ich will, der hat schon, ne? Sag mal, aber darfst du verraten, worum es geht? Wo, jetzt im Film? Ja. Ja, genau. Was ist denn eigentlich die Geschichte? Was wird erzählt? Das ist eine gute Frage. Ich spiele einen jungen, sensiblen Schriftsteller kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, der sich in eine bildhübsche, ganz aparte Buchhändlerin verliebt, von der er nicht weiß, dass sie Jüdin ist. Und dann bricht der Krieg aus, sie verlieren sich aus den Augen. Und 6 Jahre später, ich bin mittlerweile linientreuer Offizier, aber nicht so blöd linientreu, schon mit so einem gewissen Etwas. So. Und ich führe eine Hausdurchsuchung bei den Juden durch. Und jetzt kommt dieser Moment, in dem er ganz plötzlich die Hanna, so heißt die Buchhändlerin, in dem er die wieder sieht. Und jetzt steht meine Figur vor diesem Konflikt, vor dieser Entscheidung. Retten, verraten, was? Dann kann er sie im allerletzten Moment, da entscheidet er sich. Und er rettet sie vor der, na. Deportation. Danke, Deportation. Und dann versteckt er sie im Keller. Dann bricht die Liebe wieder aus. Und eines Nachts, da gesteht sie ihm plötzlich, ja, rate mal was. Wahrscheinlich, dass sie ein gemeinsames Kind haben. Jakobs, ein kleiner Junge, 6 Jahre alt. Und das Kind, das haben die hier weggenommen. Und das ist für mich der Moment, für diesen Heinrich, so heißt er, der Moment, in dem in ihm was zerbricht. Und da fährt er so eine Läuterung. Er will einfach nur noch zurück. Er will zu diesem Jungen. Ja, dann wird es so ganz dramatisch und das Ende erzähle ich aber nicht. Gott. Wer denkt sich denn sowas aus? Das basiert doch hoffentlich auf einer wahren Begebenheit, oder? Ja, Zweiter Weltkrieg halt. Hey, Nico. Komm rüber. Ja, komm rüber. Ich weiß nicht. Ja, komm her. Ja, komm, Nico, setz dich. Kannst dich auf dem Monitor gut zugucken. Setz dich. Sag mal, und woher kennt ihr euch eigentlich, der Matze und du? Wir haben uns in der Nachbarschaft kennengelernt. Ja. So, fertig. Danke, komm. Und ihr? Ja? Woher kennst du Matze? Schauspielschule. Das ist ewig her. Und wenn es damals jemanden gegeben hat, der wirklich Talent hatte, dann war das der Kollege da. Und gerade ein paar Monate an der Schauspielschule, da hatte er schon ein Vorsprechen. Ich weiß noch, ich gehe da an dieser Tür vorbei, ich mache so einen Spalt auf und da sehe ich den Sprüngeln. Die Leute sind ausgeflippt, sind die. 1000 Angebote, Fernsehen, Kino, Theater, alles. Und wirklich ein paar gute Sachen dabei, sagt ihr. Was ist passiert? Ja, nix. Er hat alles abgesagt, fand alles scheiße. Stattdessen sitzt er in der Kneipe und wartet auf die richtige Rolle, die kam aber nie. Versteh mich nicht falsch, ich lieb den Typen. Er ist ein Riesenschauspieler und ein ganz, ganz wertvoller Mensch. Ich weiß. Und vom Teufel spricht Matze. Komm her. Setz dich. Ja, danke.
Und was sagt der Chef? Sieht gut aus. Will mich morgen nochmal anrufen. Siehst du, das geht doch. Wir sind da soweit. Leute, ich muss. Pflicht ruft. Und nicht weglaufen. Ruhe dahinter. Ruhe bitte und Ton ab. Ton läuft. Dass wir endlich frei sind. Nein, du bist frei, Anna. Morgen bin ich es, der sich verstecken muss. Nein, ich werde allen erzählen, was du für mich getan hast. Du verstehst nicht. Die ganze Welt soll erfahren, dass du nicht dazugehört hast. Du weißt doch nicht, was ich getan habe. Sekunde, bitte. Nico, hallo. Ich höre dich nur ganz leise. Hallo. Nico? Jetzt. Wo bist du denn? Ich verstehe dich kaum. Ich komme aus der Bibliothek. Da kann ich doch nicht so gut telefonieren, weißt du? Aus der Bibliothek? Klingt, als wärst du fleißig. Genau, sozusagen. Das ist gut. Sehr gut. Du hast versucht, mich zu erreichen? Genau, ich habe angerufen. Ich habe zurückgerufen, aber es war leider nur die Mailbox. Und letzte Woche habe ich auch nochmal probiert. Tut mir leid. Da müssen inzwischen hunderte von Nachrichten drauf sein. Hörst du die überhaupt ab? Manchmal, ja. Ich habe angerufen, weil heute Morgen meine EC-Karte eingezogen wurde. Tatsächlich? Pass auf, ich reise gleich in die Tiefgarage, aber ich bin in einer halben Stunde draußen auf dem Platz. Warum kommst du nicht vorbei? Wir schlagen ein paar Bälle und reden ein bisschen. Ja, okay, das schaffe ich. Und wenn nicht, dann... Gut, dann gleich. Leck mich am Arsch. War locker 200 Meter. Wenn nicht sogar 250, oder? Ah, der Champ ist da. Er kommt immer zu spät, aber er kommt. Hallo. Na? Wie geht's? Besser schlechten Menschen geht's immer gut. Niki, das ist Schneider, mein neuer Assistent. Schneider, Niki, mein Lieblingssohn. Sein einziger. Sei dir da mal nicht so sicher. Freut mich. Sehr freut. Komm, nimm dein Eisen. Hilf uns ein paar von den Bällen hier wegzuhauen. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Komm, zier dich nicht. Zeig, was du drauf hast. Los. Schwach. Du stehst falsch, Niki. Stell dich mal 90 Grad zur Schlagrichtung, wie du es gelernt hast. Ja. Ja? So. Schatzekind, du darfst im Handgelenk nicht abknicken. Ja? Führungsarm gerade, Schwung holen, eine Bewegung durchziehen. Wunderbar. Schneide links mal einen auf. Hallo. Super. So, noch zwei Bälle, Schneider gegen Nico. Der Verlierer zahlt gleich die Getränke. Los geht's.
150, gut. Das wird schwer. Schneider, irgendwie sieht es ein bisschen schwul aus. Aber das ist effizient. Stell dir einfach vor, wie man mit dem Schläger gerne mal eins über die Rübe ziehen würdest. Ja? Wenn die Haltung stimmt, außer drauf. Ja, dann hole ich mal Getränke. Was darf's denn sein? Kaffee wäre toll. Nix da, ist viel zu spät für Kaffee. Du siehst aus, als könntest du Schnaps gebrauchen. Ist nicht ein bisschen früh für Schnaps? Komm, wir nehmen 3 Schnaps. Gut, 3 Schnaps. Schneider ist ein guter Mann. Ist letztes Jahr mit seinem Jurastudium fertig geworden. Okay. Ja. Ein Jahr jünger als du. Und bei dir? Auch gut. Ich denke, dass ich nächstes Jahr fertig bin. Ja, wenn du noch mal Zeit hast, würde ich dich auch gerne noch mal konsultieren. Jederzeit gerne. Wie heißt dein Professor gleich noch mal? Meinst du Kollert oder? Dr. Kollert. Sehr nett, kompetent, guter Prof, ja. Wegen der Sache mit der Bank. Ja. Was war da? Ja, der Automat hat die Karte eingezogen. Ganz, ganz, ganz seltsam. Merkwürdig. Na dann, zum Wohl. Eigentlich müssen Sie ja noch fahren. Entschuldigung? Schneider, holen Sie doch bitte schon mal den Wagen. Wir müssen gleich los. Hat mich sehr gefreut. Danke, gleichfalls. Ja, Mensch, was machen wir denn mit der Bank? Nico, warum lügst du mich an? Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt. Auf einem Kongress in Zürich. Er hat mir erzählt, dass du vor 2 Jahren das Studium geschmissen hast. Warum, konnte er mir leider nicht sagen. Meine Frage an dich, lieber Nico, ist, was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben, während ich dir Monat für Monat Geld für dein Studium überwiesen habe? Hä? Ich habe nachgedacht. Nachgedacht? Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich. Über dich. Über alles. Ich überweise dir 1.000 Euro im Monat, damit du über mich nachdenkst. Jetzt pass mal auf. Als deine Mutter dich rausgedrückt hat, da war ich 24, verstehst du? Da hatte ich keine Zeit zum Nachdenken. Da musste ich Geld verdienen. Da habe ich tagsüber Klausuren geschrieben und nachts habe ich Geld verdient, weil Nico Trompetenunterricht wollte. Ne? Und nach einem Jahr abgebrochen hat. Weil Nico Capoeira-Unterricht wollte. Und nach einem Jahr abgebrochen hat. Weil Nico Fecht-, Gitarre-, Klavierunterricht wollte. Und alles, aber auch alles abgebrochen hat. Warum überrascht es mich überhaupt, dass du dein Studium abgebrochen hast? Du bist wie deine Mutter. Willst du noch was sagen? Hier. Dein Konto existiert nicht mehr. Ich gebe dir einen Tipp. Schneid dir die Haare, kauf dir ein paar ordentliche Schuhe und such dir einen Job, so wie es alle machen. Das Einzige, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist nichts mehr für dich zu tun. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
So, dann bräuchte ich mal bitte Ihren Ausweis. Ausweis? Der Automat war kaputt. Kann ja sein. Trotzdem brauche ich erstmal Ihren Ausweis. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Ausweis bitte. Hören Sie mal zu. Ich habe versucht, einen Fahrschein zu ziehen, aber der Automat war kaputt. Ja? Verstehen Sie das? Wenn Sie wollen, dass die Leute Fahrscheine kaufen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass diese Dinge auch funktionieren. Dass ein Fahrscheinautomat auch mal außer Betrieb ist, kann man nicht ausschließen. Na, bitte. Aber dann sind Sie verpflichtet, an der nächsten Station auszusteigen, sich einen gültigen Fahrschein zu holen und dann Ihre Fahrt ordnungsgemäß fortzusetzen. Ordnungsgemäß. Sie gehen mit dem Kauf eines Fahrscheins einen Vertrag ein. Ich habe aber keinen Fahrschein. Ich hätte gerne einen Fahrschein, ich habe aber keinen. In Ihrem Fall liegt ja ein ganz anderer Delikt vor, nämlich Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ohne gültigen Fahrschein. Macht 40 Euro, führt zur Aufnahme Ihrer Personalien. Ja, 40 Euro kostet Sie jetzt der Spaß. Wieso wiederholt er eigentlich alles, was Sie sagen? Mach ich gar nicht. Na klar, die ganze Zeit wie so ein kleiner Roboter. Ihren Ausweis, bitte. Ausweis? Ja, schon wieder. Passen Sie mal auf. 40 Euro und Ihren Ausweis, sonst rufe ich die Kollegen von der Polizei. Geht ganz schnell. Ja, Sie kriegen den Ausweis aber nicht. Jetzt wiederholen Sie sich aber auch. Gut. Also Sie wollen Ausweis sehen, oder? Mein Gott, ja. Vorher möchte ich aber Ihren Ausweis gerne mal sehen. Dürfen wir ihn gar nicht zeigen, aus Sicherheitsgründen. Finden Sie das jetzt lustig? Ja. Ich darf Ihnen nicht mal meinen Namen nennen. Das ist ja wahnsinnig witzig. Sie können sich aber gerne unsere Dienstnummer notieren. Also ich verstehe das richtig. Sie wollen meinen Ausweis sehen, dürfen Ihren aber nicht zeigen. Korrekt. Sie können gerne unsere Dienstnummern haben. Ja, lass mich mal raten. Deine ist R2D2. Pass mal auf, ey, Stefan! Was ist denn heute los? Ich schwöre dir, irgendwie haben Platz mehr Reifen. Jeden Tag die gleiche Scheiße. Ich weiß. Wir haben darüber geredet. Ganz ruhig. Ja. Stefan! Einsteigen bitte. Stehen bleiben! Fährst du dann geradeaus? Ist eine Überraschung.
Ja? Guten Abend, Frau Baumann. Ist denn der Marcel zu Hause? Wer bitte? Der Marcel, ist der zu Hause? Ja. Wer sind Sie denn? Wir sind Freunde von Marcel. Können Sie vielleicht sagen, dass wir da sind? Und was wollen Sie von Marcel? Frau Baumann. Jo, komm rein. Ist gut, wir sind Freunde. Kommt rein. So, was kann ich für euch tun? Braucht ihr vielleicht Sneakers? Nee, wir brauchen das andere. Okay, wie viel? Zwei. Zwei, okay. Kann aber einen kleinen Moment dauern. Ich hab noch nicht abgewogen. Hallo? Ja? Haben deine Freunde Hunger? Habt ihr Hunger? Nee. Du? Nee, danke. Ich kann Brote machen. Nee, Oma, ist lieb. Nachher vielleicht. Sag mal, Marcel, kann ich mal deine Toilette benutzen? Du kannst dich auch gerne hier anlegen. Ich muss wirklich nur auf Toilette. Gegenüber. Danke. Von Matze. Ich bin Frau Baumann, die Oma von Marcel. Haben Sie Hunger? Hm? Nee, danke. Ich kann Brote machen. Das ist lieb, danke, ich habe keinen Hunger. Einen schicken Sessel haben Sie da. Den hat mir Marcel geschenkt. Möchten Sie ihn mal ausprobieren? Nee, nee, danke. Ich wollte auch gar nicht stören. Und jetzt lehnen Sie sich mal ganz bequem zurück. So? Ja, genau so. Uff. Was passiert denn jetzt? Wow. Das ist gut. Oder pennst du hier? Nee, ich komm mit. Sie können auch hier pennen. Das ist lieb, aber wir müssen los. Viel Spaß. Passen Sie gut auf sich auf, Nico. Das mache ich. Kann man nichts machen.
wem sind die Tickets? Julika sind hier. Julika wer? Julika... Schulika. Hoffmann. Julika Hoffmann, genau. Okay. Dritte Reihe dann. Leise sein. Da habe ich schon angefangen. Oder? Was ist hier los? Ich bin stolz auf euch. Prost. Prost. Hm? Prost. Freunde von dir? Ja, das sind Malte und Nico. Und das ist Ralf. Ralf ist der Autor und der Choreograf des heutigen Abends. Wirklich, großartige Performance. Vielen Dank. Hat es euch gefallen, ja? Absolut, absolut. Dann verstehe ich nur nicht, warum ihr den ganzen Abend gelacht habt. Na, ihr seid doch die zwei aus der dritten Reihe, die zu spät gekommen sind, oder? Was ist denn los? Julika, du hast es vielleicht nicht gehört. Die beiden haben die ganze Zeit gelacht. Nee, das stimmt aber nicht. Also ich hab's ehrlich gesagt auch gehört. Also ich war so in meiner Rolle drin, ich habe ja gar nichts mitbekommen. Freunde, ich kann ja verstehen, wenn ihr vielleicht mit unserer Kunst nichts anfangen könnt. Weil wir vielleicht nicht so eine angepasste Mainstream-Scheiße machen. Ja? Aber ich frage mich, warum seid ihr denn hier? Julika hatte uns zwei Karten hinterlegt. Stimmt. Tatsächlich, das wird ja immer besser. Ey. Also ihr lasst euch einladen, ihr kommt zu spät, ihr habt nicht mal 3 Euro für ein Ticket übrig und ihr verlacht unsere Premiere. Na wunderbar. Ralf. Ja, dann hoffe ich ja wenigstens, dass ihr euch fantastisch amüsiert habt. Ich komme jetzt hier auf, also so schlimm war es nun auch wieder nicht. Und ich hatte bei einigen Passagen durchaus den Eindruck, dass es auch lustig gemeint war. Lustig? Lustig war das. Das ist jetzt interessant, das musst du mir genauer erklären. Hey, was sind hier für komische Vibes in der Luft? Wir entspannen uns jetzt einfach und feiern. Warte. Das will ich jetzt wissen. Was genau fandst du lustig? Die Darstellung der Geburt zum Beispiel. Naja, du musst auch zugeben, dass das durchaus auch das Gebiet des Komischen streift. Also dann frage ich mich allen Ernstes, warum kommen wir nicht mit einem riesen Lacher auf die Welt, ha? Ja? Warum weinen und schreien wir dann, wenn wir geboren werden? Erklär's mir. Das hat mit der Befreiung der Atemwege zu tun. Mediziner oder was? Nee, das habe ich mal gelesen. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Ich mach nichts. Nichts? Ja, ich habe aber auch nicht gelacht. Und du? Ich bin im Moment in der Werbebranche tätig. Du hast doch gesagt, du bist ein Schauspieler. Jetzt wird's ja richtig interessant. Lass mich raten. Staatstheater? DT? B? Nein, Quatsch. Irgendeine andere staatlich subventionierte Irrenanstalt? Ja? Nein, wirklich nicht. Was machst du dann? Film?
Berliner Sonderschule? Ich habe aber wirklich überhaupt nichts gegen euer Stück einzuwenden. Was ist so schlimm daran, wenn wir versuchen, mit unseren bescheidenen Mitteln ein bisschen frischen Wind in die Off-Theater-Szene zu bringen? Was? Ich finde es absolut lobenswert, was ich hier mache. Lobenswert? Ja, absolut. Ja, also was ist auch egal. Ich könnte jetzt nicht sein. Was heißt du? Deine Beste? Du hast den Zusammensein, das ist deine Schuld. 2000 Euro bekommen wir. Ist dir das klar? Nein. Für 8 Wochen vorher. Entschuldigung, du hast Feuer? Ja. Verpisst euch! Hey. Hi. Oh, ich hatte schon Angst, du bist nach Hause. Ne, ich wollte nur schnell eine Zigarette rauchen, bevor ich euch den Rest der Party auch noch versaue. Quatsch. Nee, du hast uns die Party nicht versaut. Das sieht Ralf, glaube ich, anders. Ach, Ralf. Ralf soll sich mal ein bisschen entspannen. Der ist immer so empfindlich, wenn es um seine Arbeit geht. Zu Recht. Naja, so toll finde ich das auch nicht, was er da jedes Mal macht. Wieso machst du denn mit? Weil es mein Hobby ist. Und weil ich das liebe, wenn ich da auf der kleinen Bühne stehe und weiß, dass die Leute mir zugucken. Weißt du, wenn du dich vor so ein paar Fremden total offenbarst, das ist so ein gutes Gefühl, dann ist mir das am Ende auch egal, wenn die Leute das peinlich finden. Ich fand's nicht peinlich. Mir hat's gefallen. Du lügst. Nein, im Ernst, ich fand's mutig von dir. Ja. Ich weiß nicht, ich würde mich das nicht trauen. Früher warst du aber nicht so zurückhaltend. Wie war ich denn früher? Es wirkte immer so, als ob du so ganz genau weißt, was du willst. Was denn? Ich weiß auch nicht. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist. Entschuldigung, wollt euch nicht stören oder so. Aber habt ihr vielleicht ein Krippchen? Ich rauch nicht. Klar, hier. Danke, danke. Und für meine Kumpels vielleicht noch eine? Bitte. Ja, nimm dir einfach welche raus, ja? Das ist korrekt von euch. Ihr kommt nicht aus Berlin, wa? Doch, und wir würden uns jetzt auch gerne weiter unterhalten. Ja, kein Problem. Warte mal ganz kurz. Komm mal her, hier ist was. Ich stelle dir mal den Kevin vor. Er hat nämlich mal eine Frage. Er hat was auf dem Herzen, versteht er? Jetzt frag die mal. Jetzt mal hoch. Los, Mann. Ey, komm jetzt, trau dich mal, Mann. Ich gebe dir 10 Euro, wenn du deine Titten zeigst. Sehr witzig. Ey, Job. Mann, versteht ihr nicht ein bisschen Spaß? Top-Angebot! Frigide oder was? Monika, ist doch egal. Wie alt bist du? 17, 18? Geht dir gar nichts an hier. Wie wär's, wenn du dir erstmal einen Schwanz wachsen lässt, bevor du hier irgendwelche Frauen auf der Straße blöd anmachst? Nee, vorsichtig. Was bist du eigentlich für ein Typ? Monika, lass uns. Lass mich mal raten. Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Ja, aber wie auch, wenn sie vom Vati immer eine aufs Maul bekommen hat, wenn der aus der Kneipe nach Hause kam. Jetzt will ich lieber mal eine Fresse halten. Und irgendwann kam er gar nicht mehr nach Hause und dann hat deine Mutti dir dafür die Schuld gegeben. Und seitdem findest du die Welt scheiße und ungerecht. Und deshalb läufst du jetzt hier auch Nacht für Nacht mit deiner Schwuli-Gang durch die Gegend und spielst den Anführer. Dabei willst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Stimmt? Ist ja das ein Spiel, Ronny, Alter? Genau, lass dir das nicht bieten, Ronny. Du hast gesagt, du sollst deine Fresse halten, Nutte. Nutte? Julika, können wir wieder rein? Guck mal, da drüben, da steht eine Nutte, die lässt dich bestimmt ran. Und wenn du ganz lieb fragst, darfst du bestimmt auch mal Mama zu ihr sagen. Stopp jetzt, das Maul, du Fotze. Hey, du fällst mich nicht an, du Opfer! Du bist okay. Doch das Opfer, Ronny. Ich fick dich, Mann! Ja, warte mal, du gehst jetzt einfach mal nach Hause. Ja. Hey! Was, Mann? Hey! Hey! Du bist tot! Du bist tot, Mann! Nutte, Mann! Diese kleinen Wichser.
Eigentlich hätten wir die Polizei rufen sollen. Quatsch. Es waren doch nur Kids, die wollten ein bisschen Spaß. Tut es sehr weh? Sah es sehr erbärmlich aus, wie ich zu Boden gegangen bin. Überhaupt nicht. Okay. Vielleicht ein bisschen. Nee, Mann, im Ernst, du bist dazwischen gegangen und das ist das Einzige, was zählt. Naja, hättest du nicht zurückprovoziert, dann wäre das alles ja gar nicht passiert, ne? Wie meinst du das? Naja, du bist schon so ganz schön auf die losgegangen, ne? Ich meine, ignorieren und dann gehen die weiter. Sowas weiß man ja eigentlich, oder? Weißt du, wie oft ich in meinem Leben versucht habe, die Kommentare der anderen zu ignorieren? Eure Kommentare? Hast du eine Ahnung, wie das sich anfühlt, wenn man ein Mädchen ist und in der Pubertät und 80 Kilo wiegt und die anderen einen Julika-Schwulika nennen und Elefantenmädchen und... Schwabbel. Weißt du, wie sich das anfühlt? Das weiß ich natürlich nicht. Fühlt sich beschissen an. Und ich habe auch echt lange gebraucht, bis ich darüber hinweg war. Und deshalb ignoriere ich nichts mehr. Gar nichts. Es tut mir leid. Danke. Du siehst echt toll aus. Wirklich? Absolut. Aber tief in meinem Herzen bin ich immer noch dieselbe. Das kleine, dicke, traurige Mädchen. Das kleine, dicke Mädchen ficken. Ich will das kleine, dicke... Ja, sag's. Fick das kleine, dicke Mädchen. Ich will das kleine, dicke... Ja, sag lauter, komm. Du willst das kleine, dicke Mädchen ficken. Warte mal, stopp. Julika, warte, stopp. Bitte. Ich finde nicht, dass wir es machen sollten. Wieso? Bin ich dir zu fett? Nee, Quatsch. Sag. Naja, das fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Du findest mich wirklich zu fett? Was? Okay, Julika, pass auf. Alles, was ich sagen will, ist, ja, dass ich das einfach für mich irgendwie komisch anfühlt, ja? Also, wenn wir das hier nach so vielen Jahren tun sollten, als Form irgendeiner, ja, Vergangenheitsbewältigung. Was? Vergangenheitsbewältigung? Ja, Vergangenheit. Was für eine kleine, erbärmliche Wurst bist du eigentlich? Sag, sollen wir vielleicht einfach nochmal rausgehen und wir gehen was... Fass mich nicht an! Weißt du was? Mich will jeder ficken und jetzt geh raus, Alter! Ich mach dich so fertig. Geh. Geh ganz schnell los, sonst werde ich hysterisch. Geh. Okay. Julika. Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen!
Noch Kaffee? Nicht mehr, nein, die schien schon sauber. Gut, dann Wodka und ein Bier, okay? Gern. Bist ein einsamer Wolf, wa? Wir kriegen hier noch zwei, ja. Ich verstehe die Menschen nicht mehr. Ich verstehe kein Wort von dem, was die alles reden. Hören Sie, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich wäre gern allein, okay? Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon die überhaupt reden. Verstehst du, was ich meine? Na, hör mal hin. Das klingt doch wie eine andere Sprache, oder? Sie sprechen Deutsch. Ach, die sprechen Deutsch. Ja, die meisten jedenfalls. Ach so, na ja. Na ja, da müsste ich sie eigentlich verstehen. Ja. Ich spreche ja auch Deutsch, nicht, oder? Doch, eigentlich schon, ja. Ja, nicht eigentlich schon. Salute, mein Freund, salute. Sie sind nicht von hier, oder? Ach, wovon redest du dann? Mein Junge, natürlich bin ich von hier. Ich war bloß mal ein bisschen weg. 60 Jahre. Da warst du noch das Funkeln in den Augen eines Matrosen. Was? Wo waren Sie 60 Jahre lang? Weg. Jetzt bin ich wieder hier. Verstehe. Nichts verstehst du. Gar nichts verstehst du. Das sah hier alles mal ein bisschen anders aus, mein Lieber. Da hinten war meine Schule, da war ich so groß. Da haben wir uns noch alle in die Hosen gepisst. Weil wir frühmorgens vor dem Unterricht stramm stehen mussten und erst mal den Führer begrüßen. Herr Littler hier, Herr Littler da. Hallo, hallo. Hey. Ja, ist ja gut. Konnte man ja nicht ahnen, nicht, wenn man so groß ist. Was machst du da? Da machst du das, was alle machen, nicht? Mach schön diesen hier, nicht? Mach schön diesen. Oder bist du da anderer Ansicht? Ja, bist du anderer Ansicht? Was ich, vielleicht aus heutiger Sicht. Ja, ach, ach, aus heutiger Sicht, ja? Ha, mein lieber Freund, aus heutiger Sicht gab's damals nicht. Aus heutiger Sicht, 60 Jahre war ich weg, kann mich noch genau erinnern. Da drüben, wo jetzt der Parkplatz ist, das war mal ein Bolzplatz. Ne?
Ja, die ganze Rasselbande immer nachmittags gekickt. Und ich war der Kleinste, ich musste immer ins Tor. So war das. Und hier? Auf der Ecke hat mein alter Herr mir das Fahrradfahren beigebracht. Ich sage dir, ich weiß nicht, wie oft ich mich da auf die Schnauze gelegt habe. Aber er hat nicht aufgehört. Immer weiter, bis ich eines Tages plötzlich ganz alleine hier langgefahren bin. Ne? Nur gut, das Fahrrad war vielleicht ein bisschen zu groß für mich. Also da haben die ganzen Leute auf der Straße immer gelacht, wenn ich stolz wie Oskar da lang gefahren bin. Lass dich nicht auslachen, mein Vater hat mir gesagt. Aber ich hatte gar nicht das Gefühl, dass die mich auslachen. Ich hatte das Gefühl, die freuen sich. Und wann sind sie dann weg? Irgendwann mitten in der Nacht, da hat mich mein Vater geweckt und gesagt, komm mal mit, mein Junge, auf die Straße. Ich will dir mal was zeigen. Und bin ich mit ihm auf die Straße. Dann hat er mir ein paar Steine in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Dann hat er sich selber einen Stein genommen und hat diese Scheibe hier eingehauen. Ja, genau hier, wo wir jetzt sitzen. Die Straße war voller Menschen. Es war stockfinster, nicht so hell wie heute, wo alles leuchtet und blitzt, weil die Leute die Dunkelheit gar nicht mehr ertragen können. Stockfinster. Und die Leute haben alle mit Steinen in die Fenster geschmissen. Und mein Vater hat diesen Laden hier kurz und klein gehauen. Ich stand da drüben auf der Straße und alles war voller zerbrochenem Glas und es brannte und die Straße glitzerte, weil das Feuer so hell war. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich irgendwann anfing zu flennen. Und jetzt rate mal, warum. Warum? Weil ich dachte, bei all den Glasscherben hier kann ich jetzt gar nicht mehr Fahrrad fahren. Alles in Ordnung? Was? Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ich kann Sie nicht verstehen. Ruf mal bitte den Krankenwagen. Ja. Ich will aber wissen, was mit ihm passiert. Sind Sie Angehöriger? Nee. Dann nehmen Sie bitte da hinten im Wartebereich Platz.
Haben Sie seine Familie benachrichtigt? Er hat keine. Niemand? Können Sie mir sagen, wie er hieß? Das darf ich eigentlich nicht. Den Vornamen. Friedrich. Spring they cast their feathers, I've been told. But all the radicals are growing old. At night things cast no shadow, that's a lie. Like all the things that mother taught, it's hard to get by. At all times.